Liebe Berlinerinnen und Berliner, mein Name ist Michael Bienert. Ich bin Berlinologe und Experte für die Geschichte und die Häuser der Gebobak. Wir sind heute hier in Haselhorst und ich nehme Sie mit auf eine kleine Zeitreise in die Reichsforschungssiedlung. Initiiert worden ist der Bau dieser Siedlung von der Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen. Das war eine Initiative des Deutschen Reiches. Das Ziel war, das Bauen billiger, effektiver, schneller zu machen. Und die Reichsforschungssiedlung war eine Mustersiedlung. Man hat hier mit neuen Baumaterialien experimentiert, mit neuen Grundrissen, mit neuen Bauabläufen. Und dieses Laubenganghaus, wo wir uns hier befinden, ist ein schönes Beispiel dafür. Trotzdem ist hier eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Siedlung entstanden mit einer hohen Lebensqualität. Und das können wir uns gleich ansehen, wenn wir durch die Siedlung gehen. So, hereinspaziert. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt in der Museumswohnung in Haselhorst. Um Raum zu sparen, hat man hier das Wohnen und die Küchenfunktion miteinander verbunden, hat aber den Herd und Spüle sozusagen ausgelagert hier in so eine Kochnische. Es gab noch keinen elektrischen Strom, gab auch keine Gasherde hier in diesen Wohnungen, sondern eben diese doch ja noch recht altertümlichen Kochmaschinen, wie man sie damals auch in Mietskasernen gehabt hat. Zum Mobiliar dieser Wohnung gehört natürlich vieles, was wir auch kennen, Töpfe und Pfannen und Besteck. Aber manche Dinge, die eben heute nicht mehr so üblich sind in Wohnungen, wie zum Beispiel diese alte Kaffeemühle hier oder den Fleischwolf, wenn man hier mit Schulklassen ist, die kennen das überhaupt nicht, ne? Also die kennen nur sozusagen das Hackfleisch aus dem Supermarkt, aber nicht, dass man hier das Fleisch reinsteckt und dann kurbelt und dann kommt das Hackfleisch raus, was ja damals üblich war. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die gute Stube, das Wohnzimmer. Wahrscheinlich sah es ein bisschen anders aus, denn zu dem Zeitpunkt, als diese Wohnungen vergeben wurden, das war mitten in der Weltwirtschaftskrise, wurden die vor allem vergeben an Familien, also die mindestens zwei Kinder hatten, sodass hier wahrscheinlich irgendwo noch ein Schlafsofa stand, vielleicht auch in der Küche ein Schlafsofa stand, irgendwas, wo dann eben noch mehr Leute untergebracht werden konnten. Was aber wirklich ganz authentisch ist, das ist eben so ein normaler Kohleofen, den man aber eben sehr platzsparend hier eingebaut hat, und zwar in die Wand. Man hat hier geheizt, dann wurde einerseits dieses Zimmer geheizt, aber auch das Nachbarzimmer, das Schlafzimmer, mit dem großen Vorteil, dass man dann eben im Schlafzimmer auch keinen Dreck hatte von der Heizerei. Und das Schlafzimmer ist eigentlich ein halbes Zimmer, aber es ist genauso dimensioniert, dass man hier so ein großes Ehebett unterbringen kann. Was ich sehr schön finde, das ist hier an der Wand, diese Wandbemalung, das ist mit so einer Rolle aufgetragen worden, was auch sehr viel sagt über die Lebensverhältnisse, über die Einkommensverhältnisse der Leute, die hier gewohnt haben in den 30er Jahren. Das ist die Größe des Badezimmers. Da kann ich mich gar nicht reinbegeben, dann sieht man das Badezimmer nicht mehr. In diesem Badezimmer, was ungefähr 3 Quadratmeter groß ist, ist eine Toilette untergebracht, ist ein Badeofen, der eben auch angeheizt werden musste, untergebracht. Dahinter sogar eine ganz kurze Badewanne, in der man zumindest sitzen konnte oder vielleicht dann auch die Kinder ganz richtig baden konnte. Zur Ausstattung dieses Badezimmers gehört auch ein Waschbrett und eine Wäschespinne und Wäscheklammern. Das deutet darauf hin, dass hier auch noch gewaschen werden sollte in diesem kleinen Bad, zumindest die kleine Wäsche. Wenn Sie sich für die Museumswohnung interessieren oder für die Geschichte von Haselhorst, dann finden Sie mehr Informationen auf unserer Website gebobak.de. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht sehen wir uns bald wieder.